Sehr gut. Wir machen Interessensvertretung, wir haben Dienstleistungen und wir machen Referenzprojekte. Das alles mit dem Ziel, die Schweiz als Cleantech-Leader zu positionieren und gleichzeitig auch einen Beitrag zu leisten an die nachhaltige Entwicklung auf internationaler Ebene. Für uns ist es klar, es führt kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Und ganz speziell für die Schweiz heißt das nicht U-Gefahr, das wird weniger Wachstum, das wird schwierig, sondern es heißt Chance. Cleantech als Chance, Nachhaltigkeit als Chance, das ist eigentlich unsere wichtigste Botschaft. Ich habe es gesagt, 7.12. war es, der erste Tag von Kopenhagen letztes Jahr. Wir hatten knapp 80 Mitglieder, als wir am Abend heimgingen. Heute, 13.12., der Montag nach Cancun. Cancun ist am Samstagmorgen eigentlich fertig geworden. Haben wir schon über 160. Wir konnten also unsere Mitgliederanzahl verdoppeln und das freut uns sehr. Ich bedanke mich bei allen von Ihnen. Jetzt ganz kurz ein paar spezielle Members, die ich highlighten möchte. Solar Impulse, repräsentiert von Bertrand Picard heute mit André Borschberg, der das Flugzeug geflogen hat, das 3 Weltrekorde in den letzten paar Monaten erreicht hat. Und ich finde, das ist kurz ein Applaus wert. Es ist ein Schweizer Symbol und ich bin echt stolz auf Solar Impulse. Wir müssen Feedback geben zum Maßnahmenplan, da ist die Deadline 28.02. Dieses Dokument und unsere Strategie können wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir wären über jeglichen Input sehr, sehr dankbar, weil es geht jetzt wirklich um die Wurst. Den Input können wir verarbeiten, einreichen an den Bundesrat, geht das dann nach dem 28.02. Und dann können wir da eine wichtige Rolle spielen und das möchten wir auch. Nachhaltigkeit ist für uns natürlich auch das Thema, nicht nur in der Firma, bei den Produkten, bei den Prozessen, bei dem Denken der Mitarbeiter, sondern auch wenn es um Stromversorgung geht. Wir sind natürlich auch bedacht, dass wir unsere Teslas mit nachhaltig erzeugtem Strom laden und teils gehen auch unsere Kunden so weit, dass sie eigene Solarpanels auf dem Hausdach haben, damit dann auch ihren Tesla laden und mit der eigenproduzierten Energie sich fortbewegen. Ja, meine Damen und Herren, auch der Masterplan Cleantech hat so eine weitsichtige Zeitperspektive. Anstoß gab unsere Bundespräsidentin Doris Leuthard im Krisenjahr 2009. Damals war es ihr wichtig, dass wir nicht nur uns fokussieren auf die kurzfristige Konjunkturstabilisierung, das war damals wirklich eine wichtige und dringende Aufgabe, sondern sie wollte damals schon, dass man sich mittelfristig überlegt, was sind vielversprechende Wirtschaftsaktivitäten mittelfristig und langfristig. Damit landet man natürlich bei Cleantech und sie hat das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, das BBT, das Bundesamt für Energie, das Bundesamt für Umwelt und das SECO beauftragt, in der Jahresfrist einen solchen Masterplan zu entwerfen. Und ich muss Ihnen sagen, mir ist selten ein Begriff begegnet wie Cleantech, der derart rasch sich etabliert hat und derart schnell so viel ausgelöst hat. Kaum aus der Taufe gehoben, hat er sich auch politisch etabliert. Und es wird heute mit Cleantech sehr viel Hoffnung verbunden, nach neuen Wirtschaftsformen, nach neuem Wirtschaftspotenzial, nach Wachstumspotenzial für den Standort Schweiz. Und das ist gut so. Dieser Masterplan steckt jetzt in der Konsultation bis Ende Februar. Wir sind gespannt auf die Feedbacks, natürlich auch von Swiss Cleantech. Dann werden die Rückmeldungen ausgewertet und der Bundesrat wird sich im Frühjahr 2011 über dann eine reduzierte Anzahl von Maßnahmen committen und dann beginnt die Arbeit. Meine Damen und Herren, man kann mit dem besten Masterplan die beste Cleantech-Vision, das größte Marktpotenzial, die besten Rahmenbedingungen nur beschränkt beeinflussen.
Am Schluss sind es Pioniere, ist es die Exzellenz in Wissenschaft, Forschung und bei den Unternehmen, die darüber entscheidet, wie erfolgreich Cleantech in der Zukunft sein wird. Und deshalb freut es mich, dass jetzt nach meinem Referat vor allem die Pioniere zu Wort kommen und die zeigen können, was heute in der Schweiz bereits möglich ist und wohin uns diese Cleantech-Vision, diese Cleantech-Arbeit des Verbandes, der Mitglieder von Ihnen als Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Forscherinnen und Forscher führen wird. Herzlichen Dank. Wir haben mit dem Monotracer E das energieeffizienteste Hochleistungsfahrzeug der Welt entwickelt und gebaut und dies mit dem Gewinn des X-Prize in diesem Sommer in den USA auch bewiesen. L'énergie solaire est une énergie extrêmement abondante sur notre planète et c'est important de faire la promotion de son utilisation pour le respect de notre terre et notre environnement. Le bateau est parti le 27 septembre de Monaco, ici en Méditerranée, et a atteint Las Palmas, après une navigation assez mouvementée en Méditerranée, je dois dire, le 22 octobre. Il a ensuite traversé l'Atlantique pour arriver aux Antilles, à Saint-Martin, le 18 novembre. Il a par ailleurs battu le record de traversée de l'Atlantique à l'énergie solaire en 26 jours. Merci. Il est monté donc jusqu'à Miami, où il s'est arrêté quelques jours, et c'était important pour nous d'être à Cancun pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et le bateau a pu accoster donc à Cancun, malgré des courants assez forts dans le golfe du Mexique. Donc le 7 décembre, le bateau était à Cancun pour rejoindre évidemment les médias, mais aussi tous ces décideurs qui étaient rassemblés sur place. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis beaucoup plus heureux d'être physiquement avec vous ce soir que l'année dernière par Skype depuis Copenhague. À la base, je suis médecin et j'ai toujours appris qu'un problème, ça s'appelle un symptôme, qu'un symptôme a une origine et que l'origine a un traitement. Quand on parle de changement climatique, quand on parle de CO2, on n'est pas dans la source du problème, on est dans le symptôme. On est dans une manifestation d'une origine très claire. Cette origine, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. C'est le fait que nous brûlons beaucoup trop d'une énergie non renouvelable, chère et polluante. Et là, il y a un traitement. Il y a un traitement. C'est toutes les clean tech, c'est toutes les nouvelles technologies qui permettent maintenant de diminuer notre consommation d'énergie et de produire des énergies alternatives et renouvelables. Alors quand on entend les gouvernements qui disent qu'on ne peut pas encore diminuer les consommations d'énergie fossile parce qu'il faut plus de recherche, plus d'innovation, plus d'investissement, c'est faux. C'est complètement faux. Les technologies existent déjà maintenant. Et si toutes les technologies d'aujourd'hui, toutes les clean tech promues par Swiss Clean Tech, étaient utilisées maintenant, par un coup de baguette magique, que tout était déjà utilisé maintenant. Ça nous permettrait de diviser par deux notre consommation d'énergie fossile et de produire la moitié de ce qui reste avec des sources renouvelables. Imaginez-vous cette situation il y a 150 ans, quand la Suisse était un pays agricole pauvre. On traversait les cols alpins à pied ou à dos de cheval ou à dos de mulet et on s'éclairait à la chandelle. Et tout à coup, des pionniers, des industriels et des politiques se sont mis ensemble pour dire « on va percer des tunnels, on va faire des ponts et on va construire des barrages ». Personne n'a dit « c'est trop cher, c'est trop dangereux, on devrait plutôt continuer à aller à cheval parce que c'est moins cher que de construire des ponts et des tunnels ». Personne n'a dit ça. Et la Suisse, en quelques années, est devenue un pays riche, industrialisé, plaque tournante des transports européens, un pays dont le monde entier a eu besoin. Nous avons l'argent, nous avons l'esprit de pionnier et nous pourrions peut-être avoir les visions politiques.
ich bin ja kein Pionier hier oben, also wir machen da kein Cleantech, sondern wir kleiden Cleantech ein, also der neue Markenauftritt oder der neue Marktauftritt dieses Wirtschaftsverbandes. Ein Symbol ohne eine Geschichte wäre ein Symbol ohne Kraft. Erst wenn ein Symbol mit einer Geschichte geladen wird, dann wird dieses Symbol eben die Kraft haben, dass es dann ganz alleine für sich stehend auch für etwas stehen kann, Emotionen auslösen kann. Jingle bell rock.